So, die Woche beginnt mit einem Smoothie. In diesem Smoothie sind drin Äpfel und Bananen, was ihr seht, dann Grünkohl, ein Brokkoli-Strunk, dann Himbeeren, Leinsamen. Ich bin, wie gesagt, von Hanfsamen auf Leinsamen geswitcht, weil Omega-3 zu Omega-6 ist sogar noch besser. Und geschmacklich macht es keinen großen Unterschied. Das spart aber die Hälfte vom Geld. Dazu ist Weizengras drin, Kurkuma und Pfeffer und Protein, Erbsenprotein ist noch drin. Dazu hat mir jemand jetzt geschenkt Brennnesselpulver und Löwenzahnpulver. Und da bedanke ich mich auf diesem Wege nochmal, Uta, für dein Geschenk, für dein Pulver, was ich sozusagen dann eben auch jetzt in den Smoothie mit reinmache. Ich mache da immer so einen halben Teelöffel von beiden rein. Und ja, und das ist sozusagen jetzt auch noch drin. Also Brennnesselpulver und Löwenzahnpulver. Und Äpfel habe ich schon gesagt, genau. Und jetzt lasse ich mal schmecken. So, zum Mittag gibt es Brot vom Vortag. Ich war gerade beim Bäcker und ja, ich habe mir da so einen kleinen Bäcker, der ja noch vom Vortag Brot verkauft, und da habe ich so ein großes Körnerbrot für 1 Euro bekommen. Also so, weiß ich nicht, 2 Pfund oder so. Körnerbrot sind ja nicht so groß, aber auf jeden Fall, ja, zur Hälfte des Preises, und ist durchaus, also es ist nicht komplett hart, sondern ganz normal. Also von daher, ja, ist auf jeden Fall jetzt meine Sättigungsmahlzeit. Einfach so Vollkornbrot. Und jetzt gibt's eine Melone. Was es für eine Melone ist, weiß ich nicht mehr. Die war auf jeden Fall, hat 1 Euro auf dem Markt gekostet. Relativ groß, sieht ein bisschen aus wie so eine Zuckermelone, aber jo, mal sehen, ob sie auch süß ist. Und zum Abend gibt's noch einen Salat, der komplett aus dem Garten ist. Oh, ist ja relativ dunkel. Ja, einfach nur so Kopfsalat, ein bisschen Rucola, alles was so an Grün im Garten zu finden war. So, der Tag beginnt wieder mit einem Smoothie. Heute ist drin Weizengraspulver, Löwenzahn ist drin, Brennnessel ist drin, dann sind Leinsamen drin, die ich jetzt immer statt der Hanfsamen reinmache, dann ist drin Banane, Himbeere, Grünkohl und Apfel, dazu Kurkuma, Proteinpulver und Pfeffer, und Feldsalat ist noch drin, und last but not least diese Mungbohnensprossen, die schon anfangen zu grünen, aber das ist, glaube ich, nicht gefährlich. Sag ich einfach mal so. Ja, ansonsten wurde immer mal gefragt, jetzt auch in den Kommentaren. Ja, ich habe jetzt für begrenzte Zeit zum Testen diesen Edelstahl-Mixbehälter. Und ja, da habe ich eine Rezension gemacht. Das tue ich oben in den Infokarten machen, weil ich war echt so davon begeistert, wollte ihn unbedingt mal testen. Und ja, da kann ich mir jetzt erstmal für begrenzte Zeit mit einem Edelstahl-Mixbecher meine Smoothies zubereiten. So, jetzt gibt's Senf und Kilo Kartoffeln. Und jetzt gibt's eine Staude Bananen, das sind 6 Stück, und genau. Und zum Abend gibt's Melone und Blaubeeren. Es ist wieder Smoothie-Zeit, heute auch ist wieder drin Brennnesselpulver, Löwenzahnpulver. Also das Pulver ist im Endeffekt Brennnessel und Löwenzahn getrocknet und dann gepüriert. Das ist dann sozusagen das Pulver. Dann ist drin Erbsenpulver, Erbsenproteinpulver. Also Erbsenproteinpulver ist dann natürlich nicht die Erbsen einfach nur püriert, sondern ist das Protein extrahiert und dann reingetan. Dazu gibt es Leinsamen, Himbeeren und viel Grünkohl, Apfel, Banane und Möhrenkraut. Möhrenkraut ist das, wo viel, viel mehr Vitamine drin sind als in der Möhre selber. Und genau, deswegen kaufe ich mir auch immer, wenn es der Preis zulässt, Möhren mit Möhrenkraut. Und ideal, wenn du im Garten Möhren hast, ist natürlich auch das Möhrenkraut. Und ja, und also das ist meine Empfehlung generell bei vielen Gemüsesorten, auch bei Rote Beete oder bei Radieschen. Da sind in den Blättern meist viel mehr Vitamine enthalten als in der Frucht selber. Und beim Smoothie kommt das natürlich dann, ja, ist das ja dann gar nicht mehr einzeln schmeckbar. Und von daher wunderbar. Rein damit. So, jetzt esse ich hier eine Staude Bananen. So, jetzt gibt es ein paar Äpfel. Das ist jetzt so eine Handvoll. Ich habe mir da so 7 Äpfel jetzt geschnitten. Und genau, 5 habe ich schon gegessen. 2 sind noch. Und da gibt es jetzt Äpfel. So, und jetzt bin ich abends wieder auswärtig. Und das ist hier eine vegane Sauce Hollandaise mit Spargel und Kartoffeln. Und dazu gibt es veganen Parmesan, auch selbst gemacht aus Cashewnüssen, Hefeflocken und Salz. Und ja, und das gibt es jetzt zum Abendbrot. Und den Salat hast du vergessen. Und natürlich den Salat, hier, Rosensalat. Und zum Nachtisch gibt es dann Anna. So, jetzt gibt es einen Smoothie mit Fenchel, mit Apfel, mit Bananen, mit Grünkohl, mit Himbeere, mit Leinsamen, mit Proteinpulver, mit Weizengraspulver, mit Brennnesselpulver, mit Löwenzahnpulver und mit Kurkuma und Pfeffer. Genau.
Und jetzt gibt es eine Ananas. Ich muss zwar ein bisschen was wegschneiden, weil allerdings war sie dafür auch reduziert. Die hat nur noch 30 Cent gekostet, aber war leider schon oben und unten ein bisschen angeschimmelt. Aber ich habe gekostet, schmeckt unten und oben alles noch gut. Wie gesagt, ein bisschen was musste ich halt abschneiden. Aber ansonsten eine große Ananas hier für 30 Cent. Was heißt eine große? Eine halbgroße. Da sagt man nicht nein. So, jetzt gibt es wieder Bananen, weil Bananen haben echt ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und das kommt sogar an Brot ein bisschen heran, hat natürlich viel mehr Nährstoffe und deswegen versuche ich das, was ich letzte Woche noch mit dem Brot erschlagen habe, also billig satt zu werden, diese Woche mit Bananen zu machen. Zumal ich diese Woche bei die Bananen auch noch ein bisschen günstiger bekommen habe als normal. Normalerweise kosten die Bananen hier bei uns als Kilo 1,69 € und zumindest die Bio-Bananen. Und die nicht-Bio, die kosten 1,29 €. Und der Unterschied ist aber nicht so hoch. Und dadurch, dass ich sehr, sehr viele Bananen esse und das sehr, sehr viel auf den Kompost im Garten kommt, bin ich dann noch bei Bananen, trotz 100 € Monatsbudget, bei Bio-Bananen. Und die Bananen habe ich jetzt für 1,49 € bekommen, also relativ viele. Und deswegen noch besser. Genau, also Banane. So, die Woche endet mit etwas Melone.